Ihr müsst jemanden für mich finden. Sein Name ist Martin Peters. So sieht er aus. Tot oder lebendig, mir egal. Oh mein Gott, Lisa! Wir müssen uns verstecken! Lauf! Hast du das gesehen, Papa? Er macht wirklich, was der Pinguin sagt. Ja, ich weiß. Wir müssen extrem vorsichtig sein. Wie viele Leute haben seine Nachricht wohl gehört? Ich weiß es nicht. Zu viele wahrscheinlich. Was machen wir jetzt? Wir müssen zu Maria und Samuel. Vielleicht können wir sie noch retten. Okay, beeilen wir uns. Was, wenn Mama und Samuel das Zeug auch bekommen haben? Das wäre eine Katastrophe. Aber daran dürfen wir gar nicht denken, Lisa. Ja, du hast recht. Wir müssen positiv denken. Genau. Samuel und Marie wird schon nichts passiert sein. Das denke ich auch. Marie, Samuel, könnt ihr mich hören? Hallo, seid ihr hier irgendwo? Wir sind es, Martin und Lisa. Wir suchen nach euch. Wo sind die beiden? Keine Ahnung. Eigentlich müssten sie hier sein. Vielleicht sind sie einkaufen gegangen. Was war das für ein Geräusch? Es kam aus dem Keller. Schauen wir nach, was da los ist. Marie, Samuel, da seid ihr ja. Wir suchen euch schon die ganze Zeit. Warum habt ihr nichts gesagt? Martin, bist du es? Ja, wieso fragst du? Erkennst du mich etwa nicht? Ich wollte nur sicher gehen. Schatz, warum hast du ein Messer in deiner Hand? Leg das lieber weg, bevor du dich verletzt. Ich habe nur etwas Gemüse geschält. Komm doch her und gib mir einen Kuss. Natürlich, Schatz. Irgendetwas stimmt hier nicht, Papa. Was meinst du, Lisa? Mama kocht nie Gemüse. Warum sollte sie jetzt im Keller damit anfangen? Wo bleibt mein Kuss, Martin? Leg doch erst einmal das Messer weg, Schatz. Komm sofort her, hab ich gesagt. Ihre Augen sind lila und die von Samuel auch. Wir können sie nicht mehr retten. Sie gehören jetzt dem Pinguin. Verschwinden wir von hier. Bis später, Martin. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Wie viele Leute hat der Pinguin vergiftet? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber die Leute machen wirklich, was er sagt. Das ist echt gruselig. Ich weiß, Lisa. Wir dürfen niemandem vertrauen. Weder deinen alten Freunden, noch unserer eigenen Familie. So kann es aber nicht weitergehen. Wir müssen dafür sorgen, dass alles wieder normal wird. Das werden wir. Zusammen bringen wir den Pinguin zur Strecke. Schaut mal, Leute, da sind Martin und Lisa. Für die beiden gibt es eine fette Belohnung. Tot oder lebendig, hat der Pinguin gesagt, oder? Ja, genau, tot oder lebendig. Lisa, steig ins Auto und zwar schnell. So, und jetzt zu dir. Schnappt ihn euch. Das war echt knapp. Ja, wir sind gerade so davongekommen. So etwas sollte nicht noch einmal passieren. Wo gehen wir jetzt hin? In der Stadt sind wir nirgendwo sicher. Der Pinguin hat jeden unter Kontrolle. Wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Zum Beispiel? Es gibt einen Bunker außerhalb der Stadt. Dort ist niemand. Da sind wir sicher. Hat es funktioniert? Ja, Herr Pinguin. Die ganze Stadt hat ihre Nachricht bekommen. Sehr gut. Wie war ich? Langweilig. Wie bitte? Ich meine, Sie waren hervorragend. Vielen Dank, Selina. Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Was haben Sie als nächstes vor? Ich muss Martin erledigen und seine Tochter Lisa auch. Sie sind die einzigen, die ich nicht kontrollieren kann. Wie wollen Sie das machen? Ich werde sie jagen lassen, wie ein Tier seine Beute. Das ist wirklich teuflisch, Herr Pinguin. Danke für das Kompliment. Komm mit, Lisa. Du willst wirklich da rein? Ja, warum?
Ist es da auch sicher? Überall ist es sicherer als hier draußen. Wir müssen unter dem Radar fliegen, bis wir eine Lösung finden. Okay, gehen wir. Hier sollen wir bleiben? Naja, es ist kein 5-Sterne-Hotel, aber für den Anfang reicht es. Bist du dir sicher, dass wir nicht rausgehen können? Auf keinen Fall. Wer weiß, was der Pinguin den Leuten erzählt hat. Wir müssen erst einen Plan machen. Dann können wir wieder nach Hause. Aber wie sollen wir gegen den Pinguin gewinnen? Er hat eine Armee. Wir sind nur zu zweit. Ein paar Tage später. Was können wir für Sie tun, Mr. Pinguin? Wie läuft die Suche nach Martin und Lisa? Bis jetzt hatten wir noch keinen Erfolg. Aber die ganze Stadt sucht nach ihm. Wo bist du, Martin? Komm raus aus deinem Versteck. Wir warten hier auf dich. Wieso haben sie ihn dann noch nicht gefunden? Er ist sehr schwer zu finden. Ich weiß nicht, wo wir ihn noch suchen sollen. Ihr Job ist, ihn mir zu bringen. Tot oder lebendig. Was ist daran so schwer? Wir werden die ganze Stadt absuchen, bis wir ihn gefunden haben. Sehr gut, das wollte ich hören. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten, Papa? Nein, leider noch nicht. Was gibt es heute zum Mittagessen? Das gleiche wie immer. Thunfisch aus der Dose. Schon wieder? Ich kann das nicht mehr essen. Wir haben nichts anderes, Lisa. Du musst dich damit abfinden. Kannst du keine Pfannkuchen machen? Das würde ich gerne. Aber dafür müssen wir zum Supermarkt. Und wir dürfen die Höhle nicht verlassen. Diese Höhle ist blöd. Ich will nicht mehr hierbleiben. Junges Fräulein, wo willst du hin? Auf jeden Fall hier raus. Du kannst hier vergammeln, wenn du willst. Ich bin zu jung für sowas. Bleib sofort stehen, Lisa. Stehen bleiben, habe ich gesagt. Da draußen ist es zu gefährlich. Bitte komm zurück. Blöder Papa. Der denkt echt, ich sitze den ganzen Tag in dieser Höhle. Da drin ist es so langweilig. Es gibt nicht mal einen Fernseher. Auf Dosenfutter habe ich auch keine Lust mehr. Jeden Tag dasselbe. Ich kotze gleich. Ich gehe jetzt zum Supermarkt und hole mir ein Eis. Lisa, bist du hier irgendwo? Ich bin es. Hallo. Ich kenne diese Stimme. Ist das wirklich möglich? Ich muss es herausfinden. Ich komme. Bleib genau da, wo du bist. Wo ist sie hin? Ich kann Lisa nirgendwo sehen. Markus, du bist es. Endlich jemand, dem man vertrauen kann. Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Ich bin schon seit Tagen ganz allein. Ich will einfach, dass alles wieder so wird wie früher. Keine Angst, mein Schatz. Alles wird wieder gut. Warum gibst du mir nicht erst einmal eine Umarmung? Ich will dich in meinen Armen halten. Du bist so süß wie noch nie. Natürlich gebe ich dir eine Umarmung. Schön, dich wiederzusehen, Lisa. Aber Markus, deine Augen. Gefallen sie dir? Du hast das Medikament bekommen. Ich werde dich zum Pinguin bringen. Dann bekomme ich endlich seinen Respekt. Bitte, tu das nicht, Markus. Du musst kämpfen. Irgendwo da drin steckt noch der richtige Markus. Sei still. Auf mich wartet eine große Belohnung. Oh mein Gott, Lisa, was hast du getan? Du bist als nächstes dran, Martin. Niemand kann dem Pinguin entkommen. Das werden wir noch sehen. Nimm erstmal das hier. Lass mich sofort hier raus. Ich muss euch zum Pinguin bringen. Du kommst jetzt mit uns mit. Sie wollen mit mir sprechen, Herr Pinguin? Das ist richtig. Ich habe gehört, Sie sind der beste Detektiv der Welt. Mr. Holmes? Das ist korrekt. Bis jetzt konnte ich jeden Fall lösen. Sehr gut. Sie müssen jemanden für mich finden. Wer ist es? Martin Peters, auch bekannt als Agent 0017. Schaffen Sie das? 0017 war jahrelang bei der Spezialeinheit. Es wird nicht einfach, aber ich finde ihn für Sie.
Sehr gut, Sie haben 72 Stunden. Danach suche ich mir jemand anderen. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Mr. Pinguin. Das hoffe ich für dich. Lass mich sofort hier raus. Ich muss euch zum Pinguin bringen. Das ist meine Pflicht. Was machen wir jetzt mit ihm, Papa? Wir lassen ihn im Käfig verrotten. Ist das nicht etwas zu hart? Ich weiß, es ist nicht einfach, Lisa. Aber das Ding dort ist nicht Markus. Er steckt noch irgendwo da drin. Ich kann es spüren. Schau ihn dir noch einmal genau an. Sieht das für dich nach Markus aus? Wir müssen ihm irgendwie helfen. Wir haben ganz andere Probleme, Lisa. Markus kann nicht mehr gerettet werden. Was, wenn doch? Was meinst du? Was, wenn wir ein Heilmittel erstellen? Keine schlechte Idee, Lisa. Wir können ihm etwas Blut abnehmen. Dann wissen wir, was in dem Zeug drin ist. Lass uns die Welt retten, Papa. Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Das wird einmal kurz wehtun, Markus. Mit diesem Supercomputer werde ich Martin finden. Er durchsucht jede Kamera in der ganzen Stadt. Jedes Handy, jeder Computer. Martin ist nirgendwo mehr sicher. Keiner kann mir entkommen. Na, sieh mal einer an. Da bist du ja. Natürlich bist du außerhalb der Stadt. Wo auch sonst. Du bist gut, 0017. Das muss ich dir lassen. Gegen mich hast du trotzdem keine Chance. Hast du es, Papa? Ja, hier ist das Blut von Markus. Was machen wir damit? Wir werden es im Labor untersuchen. Wir müssen wissen, was genau da drin ist. Dann können wir vielleicht ein Heilmittel herstellen. Okay, gehen wir los. Nicht so schnell, Lisa. Wir können nicht einfach so raus. Die Leute würden uns erkennen. Okay, was sollen wir tun? Wir müssen uns verkleiden, so dass uns niemand wiedererkennt. Okay, wird gemacht. Ist das gut so? Ja, sehr gut. Niemand wird dich erkennen. Danke, Papa. Der Schnurrbart steht dir echt gut. Okay, wir müssen sehr vorsichtig sein. Niemand darf Verdacht schöpfen. Okay, ich verhalte mich unauffällig. Was war das? Nichts. Das war ich nicht. So etwas darf nicht im Labor passieren, okay? Wird nicht passieren, versprochen. Okay, fahren wir. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Wir möchten gerne ins Labor, bitte. Okay, und Sie sind? Professor Dr. Martinsen. Und das ist Frau Dr. Lieserlein. Ist sie nicht auch etwas jung für einen Doktortitel? Sie ist hochbegabt. Okay, das Labor ist im zweiten Stock. Vielen Dank. Nicht so schnell. Irgendwie kommt ihr mir bekannt vor. Wart ihr schon mal hier? Sie müssen uns verwechseln. Ich glaube nicht. Ich habe euch auf jeden Fall schon einmal gesehen. Vielleicht im Fernsehen. Wir waren bei der letzten Staffel von Like Germans dabei. Ja, stimmt. Das kann sein. Wusste ich doch, dass ich euch kenne. Eine Sache noch. Der Pinguin sucht immer noch nach Martin und Lisa. Wenn ihr sie irgendwo seht, sagt mir Bescheid. Das machen wir auf jeden Fall. Diese Schweine müssen zum Pinguin gebracht werden. Sehr gut. Viel Spaß im Labor. Okay, die erste Hürde ist übersprungen. Wir dürfen nicht fahrlässig werden. Wo können wir das Blut von Markus testen? Wir brauchen dafür ein Gerät. Es ist nicht hier. Vielleicht steht es da in dem Raum da vorne. Hier sieht es gut aus. Damit kann ich arbeiten. Wie lange brauchst du circa? Nicht lang. In ein paar Minuten bin ich fertig. Und wonach genau suchst du? Nach einem Fehler von dem Pinguin. Es muss eine Lösung geben. Okay, ich bin fertig. Und wie sieht es aus? Oh mein Gott. Ich weiß, wie wir die Leute heilen können. Wir müssen sofort los, Lisa. Papa, deine Perücke. Oh nein. Hey Leute, das sind Martin und Lisa. Kommt alle her, wir bringen sie dem Pinguin. Frage an euch. Wie viel Zeit gibt der Pinguin Holmes? A. 12 Stunden, B. 24 Stunden oder C. 72 Stunden.
Schreib einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.